Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Tutorial und heute erstellen wir uns sowas hier. So, ich hatte es eigentlich erstellt, eigentlich aus nur just for fun. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich genau mache und war auch nichts großes Spannendes oder so oder was es genau werden sollte. Aber hat relativ gute Aufrufe bekommen und ich habe auch ein paar Rezensionen bekommen und ein bisschen Feedback, dass ihr gerne wissen wollt, wie sowas geht. Und okay, deswegen zeige ich euch das mal. Deswegen machen wir uns erstmal die Stufen. Das heißt, wir gehen hier auf unseren Würfel, machen dir erstmal die Form einer Treppe, einer Stufe. So ungefähr so. Machen wir das ein bisschen größer. Ich denke, so ist okay. Ja, okay. So, okay. Dann packen wir noch eine Rundung rein. Machen wir die Rundung natürlich ein bisschen kleiner. Ich glaube, so 2 ist okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann nehmen wir uns die Stufe STRG, C und V. Gedrückt halten, dann will ich das kopieren. So, ich hoffe mal, das Tutorial klappt jetzt, weil nach dem dritten Anlauf, weil irgendwie mein Mikro hat einen Schaden, obwohl ich schon Blue Yeti, aber na gut, trotzdem irgendwie gibt es langsam Geist auf. So, deswegen hoffe ich heute, jetzt funktioniert es mal. Also, wir nehmen unser Würfel, packen den hier in die Mitte. So, dann beide kopieren wir uns, der ist der G und V. Dann machen wir dasselbe. Ihr könnt es auch immer hier, also quasi habt die erste Stufe, dann die zweite Stufe, wenn ihr eine dritte Stufe habt, einfach in derselben Position wie die erste haben. Dann seht ihr, okay, ihr habt die Mitte getroffen und dass es halt gleich aussieht. Wieder alle anwählen, kopieren. Quasi dasselbe. Dasselbe in grün. So, voilà. So. Ich glaube, zweimal machen wir das noch. Heißt, wir verdoppeln das nochmal. Nehmen unsere Stufen, kopieren wir die und packen wir die hier hin. So. Obwohl, gucken wir mal, reicht es soweit? Ja, könnte reichen. Wenn nicht, dann machen wir nochmal später eine. Aber gucken, oder reicht es? Ne, machen wir noch eine. Heißt, wir kopieren uns nochmal alles. Das ist der GC und V. Und nehmen wir das alles und packen wir das hier nach oben. Obwohl, das könnte doch zu viel sein. Kacke. Naja, egal. So. Ja, okay, doch, nee, das, okay, fein, ist okay. So, wir dann machen wir uns einen Boden rein. Boden machen wir uns einfach eine Ebene. Also, wie gesagt, das war einfach nur so just for fun und ohne groß irgendwas zu machen. Deswegen hatte ich das jetzt nicht besonders realistisch gemacht. Ihr könnt es aber natürlich nochmal anpassen. Ihr könnt Pfeiler reinmachen, ihr könnt natürlich alles machen. Weil wenn ich den Boden natürlich jetzt einfach mal breit ziehe, einfach mal sehr lang, ist natürlich unlogisch, weil die Treppe schwebt gerade in der Luft quasi. Naja, dann machen wir uns eine Wand. Die Wand machen wir uns auch einen Würfel. Den ziehen wir uns ganz lang. Ungefähr so. Dann ziehen wir uns den noch ein bisschen dünner. Ziehen uns den nach oben. Ziehen uns den natürlich von oben auch ein bisschen noch höher. Jo, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir in die Obenansicht. Dann nehmen wir. Oh, okay, das ist doch ein bisschen lang.
Ist eigentlich egal, aber trotzdem. So, ungefähr so. Dann wollen wir den hier dran pappen. Dann rechte Maustaste, C, wieder, also wieder kopieren. Quatsch, rechte Maustaste. Ich meine natürlich STRG C und V, um das zu kopieren. Und packen wir das auf die andere Seite rein. So, und jetzt haben wir schon mal unseren Treppengang quasi. Dann machen wir uns unser Plateau. Heißt, wo die Bälle sind, das hatte ich jetzt auch gemacht. Ich nehme die obere Stufe, kopiere die mir, mache die auch ein bisschen höher und ziehe die einfach sehr lang. Ja, so ist okay. So ist okay. Dann kopieren wir uns das nochmal, weil ich mache hier natürlich so eine Bande rein, damit die Bälle natürlich nicht abhauen, wenn wir die später klonen. So. Ja, ich denke, das dürfte passen. Jo. So, als nächstes Schritt machen wir uns erstmal eine Kamera. Das heißt, wir positionieren uns erstmal unsere Ansicht, wie wir das dann ungefähr haben wollen. Wir wollen nicht unbedingt, dass wir das oben sehen, aber ich glaube, wir haben so viele Treppen, das kommt gut hin. Ich würde sagen, ungefähr so hier. Ja, ich glaube, das ist okay. Dann nehmen wir uns eine Kamera und haben hier die Kamera schon mal positioniert. So, als nächsten Schritt machen wir uns die Bälle. Also wir gehen wieder in die Kamera rein. Dann nehmen wir uns eine Kugel. Die Kugel gucken wir natürlich, dass die passt. Ihr könnt hier jetzt beispielsweise mal also kleiner machen einfach. Ich glaube. Ich gehe hier schon ein bisschen spät. Machen wir ein bisschen größer. Ich glaube, so ist es eigentlich okay. Die Kugel, dann machen wir die Darstellung, gehen natürlich auf die Grower-Shared-Linien, weil wir wollen die Segmente ein bisschen runterschrauben, weil wenn wir das jetzt duplizieren, ich sag mal spaßeshalber, keine Ahnung, 100 Mal oder 200 Mal oder so, dann muss er halt natürlich die ganzen Segmente dazu rechnen und das macht euer System natürlich sehr langsam. Deswegen gehen wir die Textur einfach mal, machen wir ein bisschen kleiner, beispielsweise mal 3, ist im Endeffekt egal. Weil hier unten steht perfekte Kugeln. Weil wenn wir das jetzt rendern, sehen wir nämlich trotzdem, ah, es ist eine Kugel. Genau. Jodelö, dann gehen wir wieder auf die Kamera raus. Dann. Dann nehmen wir unsere Kugel, die wir haben. Ziehen die ein bisschen weiter hoch, damit wir wissen, was wir tun. Dann kopieren wir uns die eben nicht dreimal. Also einmal, da haben wir zweimal, dreimal. Also dass wir drei Exemplare haben. Heißt, ihr könnt natürlich eine Kugel nehmen, ist natürlich völlig egal. Allerdings, ja, hatte ich das ja am Beispiel gehabt. Ich hatte aber verschiedene Farben. Ihr könnt so viel haben, wie ihr wollt, ist eigentlich egal. Deswegen sieht doch ganz cool aus, mache ich das einfach mal dreimal. Heißt, ich mache hier ein Rot, ein Gelb. Ja, okay, ein Gelb, das könnte ein bisschen zu grün sein. Okay, ein Gelb. Und ein Blau. Dann das Blau. Blau, 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 blau. So, ziehen uns das hier rauf. Als nächstes machen wir uns einen Cloner, Mograph Cloner. Und na, wo haben wir es? Ziehen unsere Kugel hier rein. Unseren Cloner wollen wir nicht lineal haben, sondern als Gitter.
Dann den Cloner haben wir hier quasi als nicht diese Kugelobjekte, sondern ist, wie gesagt, Cloner, deswegen in einer anderen Position. Heißt, wir schieben uns das einfach dahin, wie wir es haben wollen. Okay, das ist jetzt doch ein bisschen eng geworden alles. Ich glaube, da müssen wir die Wände ein bisschen hinterherziehen. Okay, doch, versuchen wir mal. Gut, sorry. Also wir machen unser Cloner ungefähr hier rein. Machen wir das ein bisschen tiefer. Und dann stellen wir die Segmente hoch. Also beispielsweise auf 10 mal 10 mal 10. Das ist trotzdem schon mal eine Menge. Und ja, ich denke, das könnte von der Position schon mal ganz gut sein. Ja, okay, das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, jetzt machen wir natürlich Folgendes, und zwar wählen wir uns drei Kugeln an, rechte Maustaste, gehen auf Simulationstag, Rigid Body, damit sie sich natürlich bewegen. Dann nehmen wir unseren ganzen anderen Schmodder und rechte Maustaste, Simulationstag, Kollision. Da. Und wenn wir das Display drücken, dann müssten wir theoretisch sehen, Kai, wie sich das in sich zusammenfällt. Also ihr könnt, wenn das quasi euch ein bisschen zu elastisch ist, dass es ja einfach so quasi rumschlittert, könnt ihr auch die nehmen hier, die drei, und könnt ihr unten die Parameter ändern. Also Elastizität, Reibung und so weiter. Aber ich muss sagen, ich finde es doch relativ ja passend, weil wenn ihr jetzt einen großen Bällepool habt, dann verteilt er sich ja auch links und rechts. So, jetzt können wir mich mal in die Kamera gehen. Okay, und es dauert, ja, es dauert einfach sehr lange, bis sich das nach unten bewegt. Deswegen gehen wir wieder aus der Kamera raus. Dann nehmen wir einfach unseren Cloner und ziehen den einfach ein bisschen weiter rein. Ich meine, okay, das ist ein bisschen zu krass, aber okay, weil die Treppe ist halt sehr lang. Heißt, wir gucken mal, wie das ausschaut. Okay, ja, das ist doch in Ordnung. Okay, perfekt. Und wie ihr sehen könnt, fallen die jetzt alle runter. Wie ihr seht, das ist halt nur Diamanten quasi. So hat er nur sehr wenige Segmente, aber wenn das rendert, seht ihr, ah, okay, die Bälle sind alle rund. Denn wenn, also ihr könnt jetzt auch trotzdem mal, damit ihr sie halt sehen könnt, wie es aussieht, könnt ihr beispielsweise mal alle Bälle selektieren und beispielsweise Segmente, sage ich mal, auf 10 gehen. Dann ist es zwar immer noch eckiger, weil es halt immer noch kleine hat, aber wesentlich ja, ballförmiger. Und jetzt seht ihr mich, die plumpsen ganz normal runter als Ball. Denn ja, und wenn ihr es sehen könnt, ist es gerendert wie als perfekte Kugel. Ansonsten das mit Lightning und Texturing könnt ihr selbst machen, dauert ein bisschen zu lange. Heißt, einfach mal, ich hatte ja für die Wände und für die Treppe einfach ein Silber genommen und also für den Boden auch und dann für die Beleuchtung einfach nur ein normales Licht gehabt, so ein Area Light quasi und die Bälle ein bisschen plastikartig gemacht und ja, das war es im Endeffekt eigentlich nur, also nichts Großes. Ja, wie gesagt, das war es im Endeffekt mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch weiterhelfen. Wenn noch mehr sehen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen oder halt ein Like aufs Video. Wenn noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne das in die Kommentare schreiben. Ansonsten, genau, könnt ihr, wenn euch das mindestens kurz ist, könnt ihr auf 200 Bilder gehen. Und dann sehen wir, habt ihr halt einfach ein bisschen mehr Zeit. So, wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, also ich hoffe, konnte euch ein bisschen helfen, meine Sachen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal.